Das ist heute ein Schlag gegen die erste Liga der Clankriminalität. Man verbreitet viel Unruhe und die Abteilung Clan fängt schon an, nachdenklich zu werden. Wir sollen wissen, ist es jetzt Schluss damit, dass sie machen können, was sie wollen, dass sie selber Recht bestimmen können? Seit 6 Jahren ist Herbert Reul Innenminister in NRW. Seit 6 Jahren verspricht er, gegen die Clans durchzugreifen. Im Landtag muss er heute erklären, was schiefläuft. Reul wehrt sich. 30 Jahre lang hat die Politik gepennt, hat sich keiner gekümmert. Wir sind jetzt seit 5 Jahren dran, wir kriegen Fortschritte hin. Und ich glaube, das ist ein Fortschritt, das ist ein Teilschritt nach vorne. Aber es ist noch lange nicht genug. Aber zu sagen, da hätte sich nichts bewegt, das ist wirklich Quark. Reuls Glaubwürdigkeit hat gelitten nach den jüngsten Massenschlägereien. Erst Castrop-Rauxel, Syrer gegen Libanesen, mindestens 50 Männer prügeln sich, die Polizei überfordert, Verletzte, keine Festnahmen dort. Einen Tag später in Essen wieder eine Massenschlägerei. Jetzt ist die Polizei etwas besser vorbereitet. 2 Festnahmen, 37 Anzeigen und eine weitere Schlägerei wird verhindert. Die SPD ist entsetzt. Die Menschen im Ruhrgebiet fragen sich, wie sicher ist eigentlich Nordrhein-Westfalen noch, wenn so etwas mitten in unserem Bundesland tatsächlich auch stattfindet. Also es findet gerade eine massive Verunsicherung der Bevölkerung statt. Was tun? Die Opposition erwartet von der Landesregierung mehr Prävention, bessere Integrationsarbeit. Die CDU-Migrationsexpertin und Bundestagsabgeordnete Serap Güler will härter gegen Clan-Mitglieder durchgreifen, zum Beispiel ihre Immobilien beschlagnahmen. Sie bekommt dafür Unterstützung aus der CDU-Landtagsfraktion. Wir müssen ihnen die Statussymbole wegnehmen, die Protzkarren, die dicken Uhren, mit denen sie Show machen. Sie haben selber noch nie gearbeitet, aber fahren mit 150.000 Euro teuren Autos herum. Das missfällt der Bevölkerung völlig zu Recht. Wir müssen ihnen die Sozialhilfe streichen, wir müssen ihnen diese Autos wegnehmen, die Luxusartikel wegnehmen und wir müssen an ihr Geld ran. Das tut richtig weh. Politik und Staat müssten mehr Stärke gegenüber Clans zeigen, doch im Moment erlebt die Bevölkerung eine überforderte Polizei und das verunsichert. Ja, jetzt sprechen wir mit NRW-Innenminister Reul, den wir in Berlin erreichen. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Nach diesen Vorfällen in Essen und Castrop-Rauxel machen sich viele Menschen hier im Land Sorgen. Trotz aller Versprechen haben sie offenbar die Clans nicht so im Blick, dass solche Gewaltexzesse auf offener Straße verhindert werden können. Nee, da irren Sie sich, glaube ich. Wenn 176 Tumultdelikte im Jahre 2018 waren und jetzt noch 37, da muss man nicht viel Mathematik zu studiert haben, um zu bemerken, es sind irgendwie weniger geworden. Aber eins ist auch klar, es gibt bei der Bekämpfung dieser Kriminalität, wie bei jeder Bekämpfung von Kriminalität, keine Wundersachen. Also Wundermittel gibt es im Märchen oder im Schlaraffenland. Die Wirklichkeit ist leider anstrengend und man muss dranbleiben. Der Unterschied zu früheren Regierungen ist, erstens, wir haben es benannt, wir haben angefangen und wir haben erste Erfolge. Aber fertig sind wir noch lange nicht, habe ich auch nie behauptet. Okay. Und ich sehe auch keine Unzufriedenheit bei den Menschen. Überhaupt nicht. Ja, nicht Unzufriedenheit, keine Unzufriedenheit, aber die Leute machen sich ja Sorgen. Wir haben ja auch mit vielen Leuten gesprochen in den letzten Tagen. Ist ja klar. Ne? Und da braucht es ja vielleicht aber in eine Richtung auch eine andere Strategie. Wir haben es ja eben gehört aus Ihrer eigenen Partei. Vielleicht braucht es mehr Wumms. Ne? Gregor Gulland, der CDU-Fraktionsvorsitzende, stellvertretende, und Serap Güler sagen, nehmt denen die Spielzeuge weg. Warum passiert das nicht längst? Ja, das ist ja relativ einfach. Da muss man das Recht ändern. Das ist Bundesgesetz. Das tut mir leid, kann ich nichts dran ändern. Aber darüber kann man mit mir diskutieren. Aber bisher habe ich eigentlich immer nur gehört, auch von der SPD, dass ich zu viel tue, zu engagiert zugreife. Dass ich diese Nadelstiche, diese Razzien, diese systematische Erforschung und Ermittlung von großen Gangstergruppen, dass das alles nicht genug sei. Wissen Sie, ich habe keine Lust mehr auf diese Debatten. Genug getan, nicht genug getan. Diese Kriminalität ist 30 Jahre lang, hat die sie entwickelt. Die kriegen sie nicht simsalabim weg. Das geht nur systematisch immer wieder und an langer Strecke. Und wenn man den Leuten vorgaukelt, man würde morgen das Problem gelöst haben, dann führt das zu Misstrauen, zu Enttäuschung. Das ist viel schlimmer, als kleine Schritte erfolgreich hinzukriegen. Und ich habe mich für den zweiten Weg entschieden. Ich löse das Problem Schritt für Schritt, im Gegensatz zu anderen, die immer nur rumquatschen. Jetzt glaube ich Ihnen das mit dem Simsalabim, dass das nicht von heute auf morgen geht. Aber Nordrhein-Westfalen hat heute jetzt kurzfristig auch eine Teilnahme an einer Bund-Länder-Besprechung zum Thema Clankriminalität, wie wir lesen, in Berlin abgesagt. Bundesinnenministerin Faeser wollte eine Allianz gegen Clans schmieden. Da ist ja schon seltsam, dass Sie nicht mal mitmachen und nicht mal ins Gespräch kommen.
Ja, das kann ich Ihnen erklären. Wissen Sie, was würden Sie denn machen, wenn jemand die Mitarbeiter einlädt, um mit auf Mitarbeiterebene die auszutauschen die Informationen? Und dann liest man in der Zeitung, sie wolle eine politische Allianz schmieden. Wissen Sie, ich habe keine Lust, Handlanger zu sein für Wahlkampfkonzepte von Faeser in Hessen. Das ist nicht meine Aufgabe. In der Sache habe ich von der Frau noch nicht einen einzigen Vorschlag, geschweige denn eine Realisierung gesehen. Wir machen seit 18 die Razzien. Wir machen seit 18 systematische Erforschungen. Wir machen seit 2018 Ausstiegsprogramme. Und ich lese immer nur eine Zeitung, man müsste, man sollte, man könnte. Diese Klugschwätzer in der Politik richten das größte Unheil an, weil die Menschen einfach das nicht mehr hören können. Die wollen sehen, dass man es verändert, aber man darf auch nicht zu viel versprechen, was man da nicht halten kann. So bin ich alt genug für geworden, so mache ich das und deswegen erschüttert mich das nur sehr begrenzt. Okay, vielleicht wollen manche Menschen auch, dass die Politiker untereinander sprechen, aber wir lassen es erstmal dabei, das waren Ihre Worte. Der Nein, NRW das ist Herr, ja richtig, entschuldigen Sie, also, Ja? Ja, aber ich spreche mit denen. Wir hatten vorige Woche eine Innenministerkonferenz mit Frau Faeser. Da hat die keinen Ton davon gesagt. Es geht nicht um Sprechen und gemeinsame Konzepte machen, da bin ich dafür. Sondern es geht, ich habe keine Lust für Show. Herbert Reul, NRW-Innenminister in der Aktuellen Stunde. Vielen Dank für die Zeit und für das Gespräch. Alles Gute.